Wenn wir aus der Geschichte eines lernen können, dann ist es das. Die neue nationale Rechte will nicht nur Wahlen gewinnen. Sie will von Ungarn bis Österreich in ganz Europa Land für Land die Macht übernehmen. Und wir können aus der Geschichte lernen, die Voraussetzung für eine Machtübernahme der nationalen Rechten ist die Zersplitterung und Schwächung der Linken, ist die Gleichschaltung erster Medien und ist, und das ist das Wichtigste, die Aushöhlung von Verfassung, Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Und genau das passiert jetzt. Mit dem Angriff der Freiheitlichen Partei auf den Verfassungsschutz, mit der Besetzung von Schlüsselpositionen in der Justiz durch zum Teil rechtsextreme Personen, das ist der Punkt, wo es wirklich gefährlich wird. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Die große Sicherheit ist vorbei. Wir haben bis vor kurzem geglaubt, dass es in Europa keine Grenzen mehr gibt. Wir wissen nicht einmal mehr, ob es in wenigen Jahren noch ein gemeinsames Europa gibt. Wir wissen nur, dass es gefährlich wird. Es geht nicht nur darum, die nächsten Wahlen zu gewinnen, sondern es geht erstmals seit Jahrzehnten wieder darum, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und unsere großen Freiheiten zu verteidigen. Das probieren wir im Parlament, das probieren viele andere auch. Wir können das gewinnen, aber dazu müssen wir das alle gemeinsam machen. Das würde ich mir sehr wünschen.